Tom, hast du dich denn im echten Leben schon mal um eine Frau geprügelt, so wie Chris im Film? Nein, ich habe mich im echten Leben überhaupt noch nie geprügelt. Ich dachte immer, das passiert irgendwann mal, aber irgendwie hat sich die Situation nicht ergeben. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen konfliktscheu im echten Leben. Also ich gehe Konflikten rechtzeitig aus dem Weg. Ich lasse es gar nicht so weit kommen, dass dann... Wie würdest du es dann lösen, falls ein Konflikt aufkommen würde? Das weiß ich natürlich nicht. Also ich denke schon immer, reden funktioniert besser als draufhauen. Es kann natürlich mal Ausnahmesituationen geben. Mhm. Ich bin aber eigentlich ein relativ friedlicher Typ. Also es dauert bei mir sehr lange, bis ich an so einen Punkt komme, wo ich rot sehe und nur noch zuschlagen könnte. Chris hat ja im Film richtiges Händchen für Kinder. Hm. Wie ist es denn bei dir? Ich mag Kinder unheimlich gerne. Ja, es hat echt Spaß gemacht, mit dem Lenny zu drehen. Er ist ja der Sohn von der Regisseurin, von Christine. Und der war süß. Also er hat alles mitgemacht und hat echt Spaß gemacht. Hast du denn schon mal Baby gesittet oder auf kleine Kinder aufgepasst? Ich habe schon oft Baby gesittet und ich habe zwei Patenkinder, die jetzt 10 und 4 sind in Berlin. Und ich bin nicht so oft es geht, bin ich auch da und passe mal auf die auf und... Ja. Im Film lernen sich ja Chris und Andrea kennen zu dem Zitat, die schönste Freude findet man da, wo man sie nicht erwartet. Kannst du denn privat was mit dem Zitat anfangen? Die schönste Freude findet man da, wo man sie nicht erwartet, heißt ja im Prinzip, das Leben ist voller Überraschung. Mhm. Und ja, damit kann ich privat natürlich total was anfangen. Ist schon in meinem Job so. Also das ist das Schöne am Schauspielersein, ist, dass man trotz der Unsicherheiten, die es ganz oft gibt, also wenn man freischaffend ist und nicht weiß, wann der nächste Job kommt, wird man aber trotzdem ständig überrascht. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass das Telefon klingelt und das nächste tolle Jobangebot kommt. Zum Beispiel. Also, und ja, deswegen, also das Zitat, dem kann ich schon zustimmen. Ich war ja total überrascht, als Oliver Pocher auf einmal aufgetaucht ist. Was macht der denn in Frisch gepresst? Der Oliver Pocher, der spielt einen... Darf man das verraten? Weiß ich nicht. Der spielt einen, ja, so ein... Es gibt ja so diese Leute, die an Kreuzungen stehen und mit brennenden Bällen jonglieren und ungefragt Scheiben putzen. Und so einen spielt der Oliver Pocher in dem Film. Wie war es denn, den Freund von Diana Amf zu spielen? Das war okay. Okay. Also, das heißt, ihr richtiger Freund war, oder ihr richtiger Mann war die Drehzeit oder war oft da. Mhm. Und ich glaube aber, es gab keinen Grund für ihn, dass er da eifersüchtig sein musste oder einschreiten musste. Nee, es hat Spaß gemacht, mit Diana zu spielen, überhaupt. Ihr Charakter war ja sehr chaotisch und auch sehr schusselig. Und Chris mochte das im Film, oder? Oder was war es? Ich finde das total sympathisch. Das ist auch so ein bisschen ein Gegenpol zu ihm selbst. Also er ist ja der Anwalt, er ist relativ fokussiert oder versucht es zumindest. Er muss seinen ersten großen Fall durchboxen. Er ist beruflich noch nicht erfolgreich, er steht da unter Druck. Und sie ist mehr so... Sie genießt das Leben oder ist chaotisch und versucht das Leben zu genießen und hat ganz viele Baustellen und ja. Magst du das auch privat an Frauen? Chaotisch. Ja, und schusselig und hilflos und. Also Gott, das sind, da kommen ja jetzt gleich ganz viele Sachen zusammen. Chaotisch, also bis zum gewissen Grad, ja. Also. Ich finde eine Spontanität schön, ich finde so ein bisschen was, unberechenbar ist jetzt das falsche Wort, aber jemand, der spontan ist, der jetzt nicht so eingefahren ist, sondern, ja. Ich verstehe. Du verstehst. Im Film kommt ja auch das Thema auf, was man mit dem Kind macht, wenn es dann mal da ist und wer darauf aufpasst. Und Chris bietet ja an, dass er vielleicht sogar zu Hause bleiben würde und aufs Kind aufpassen würde. Hm. Könntest du dir das vorstellen? Könnte ich mir total vorstellen, ja. Ja? Ja. Super. Also gerade wenn ein Kind klein ist. Ich meine, als Mann, so
wie das bisher aufgeteilt war, meistens, dass der Mann weiter arbeiten geht, die Frau bleibt zu Hause, verpasst der Mann ganz viel. Also ich sehe es zum Beispiel bei meinem Bruder, der hat zwei kleine Töchter und der hat zum Beispiel dieses Modell auch gemacht, dass erst seine Freundin zu Hause geblieben ist und dann er auch Auszeit genommen hat. Und er meint auch, das war das Schönste, was es gab, weil die Zeit vergeht halt schnell und